Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles and Marcel. Unser heutiger Flug startet an meinem Heimatflughafen in Hamburg. Diesmal ist es aber keine Star Alliance Fluggesellschaft wie zum Beispiel Lufthansa, sondern erstmals im Kanal gibt es heute einen Business Class Flug mit KLM von Hamburg nach Amsterdam. Ich bin sehr gespannt, was KLM hier auf der Kurzstrecke anbietet und nehme euch dabei gerne mit. Jetzt fehlt nur noch das Intro. Dank meines Business-Class-Tickets hatte ich Zugang zu einem Sky-Priority-Schalter und musste mich an keine lange Schlange anstellen und konnte sogar als Erster meinen Koffer abgeben und meine Bordkarte erhalten, nachdem alle Dokumente für den Weiterflug geprüft wurden. Zu diesem Zeitpunkt war es am Flughafen leider sehr voll. Seien Sie 3 Stunden vor Abflug am Flughafen, heißt es da aktuell überall. Nützt du nichts, wenn der Schalter, wie hier zu sehen, erst 2 Stunden vor Abflug öffnet. Dank der Fastlane musste ich auch an der Sicherheitskontrolle nicht allzu lange warten. Für die anderen Gäste wurde eine Wartezeit von 45 Minuten angezeigt. So konnte ich noch etwas Zeit in der Airport Lounge am Hamburger Flughafen genießen. Diese befindet sich im 2. Stock in der Airport Plaza. Zugang habt ihr zum Beispiel bei einigen Fluggesellschaften, wenn ihr Business Class oder höher fliegt oder auch als Priority Pass Inhaber. Dieser ist bei der American Express Platinum Kreditkarte enthalten und so könnt ihr die Lounge auch bei einem Economy Flug kostenlos nutzen. Zur Linken befindet sich übrigens die Emirates Lounge, die wir uns vielleicht irgendwann später mal anschauen, wenn euch das interessiert. Während der Corona-Zeit wurde die Lounge renoviert, was ihr wirklich ganz gut getan hat. Ihr habt hier einen schönen Blick auf die Airport Plaza. Das Essen ähnelt etwas dem bei Lufthansa. Kartoffelsalat, Brezel, Würstchen. Allerdings ist die Auswahl insgesamt doch etwas großzügiger. Neben zahlreichen modernen Sitzgelegenheiten und vielen Steckdosen am Platz gibt es auch kostenlose Zeitschriften und, das dürfte einige Bierliebhaber freuen, einen Kühlschrank mit Bierflaschen. Außerdem eine moderne Kaffeemaschine, Gebäck, Tee und noch zahlreiche weitere Leckereien. Während ich mich für einen langen Flugtag gestärkt habe, denn nach dem Flug nach Amsterdam ging es für mich noch weiter, möchte ich euch noch einmal den Panoramablick aufs Rollfeld zeigen. Und hier ein kleiner Tipp, den gibt es übrigens auch ganz ohne Lounge bei McDonald's im Terminal 1. Auf dem Weg zum Gate habe ich dann die Treppen genommen. Man will ja sportlich bleiben. Durchgeführt wird der Flug heute übrigens mit einer kleinen Embraer 190. Wenn man Glück hat, fliegen aber auch andere Flugzeugtypen von Amsterdam nach Hamburg oder andersrum von Hamburg nach Amsterdam, wie zum Beispiel eine Boeing 737. Angekommen am Gate gab es die Information, dass sich das Boarding um ein paar Minuten verzögern würde. Als es dann losging, erfolgte das Boarden nach Boardinggruppen und startete insgesamt ungefähr 20 Minuten zu spät. Allerdings ist das für den Zeitraum Juni 2022 noch ein ziemlich guter Wert. Ich liebe diesen Moment, wenn man die Gangway zum Flieger geht. Ihr auch? Und eine Sache, über die ich im Vorwege gar nicht nachgedacht habe, eine Maske war auf diesem Flug nicht mehr notwendig, sicherheitshalber habe ich aber noch einmal nachgefragt. Und so sieht die Business Class in der Embraer 190 von KLM aus. Klein, aber in der ersten Reihe mit einer großzügigen Beinfreiheit. Hello.
Da ihr in der ersten Reihe euer Handgepäck in den Handgepäcksfächern verstauen müsst, ist es vielleicht interessant, dass in das kleine Fach vor einem immerhin eine Zeitschrift oder ein iPad passt. Während die Gäste der Economy Class boardeten, konnte ich beim Verstauen des Gepäcks zuschauen. Ich versuche dabei jedes Mal meinen Koffer zu finden, was mich dann immer etwas beruhigt. Heute hatte ich aber kein Glück und habe meinen Koffer nicht gesehen. Kleiner Spoiler, mitgekommen ist er trotzdem. Bei gutem Wetter ging es los und der Kapitän versprach, dass er die Verspätung von mittlerweile 30 Minuten versucht, wieder reinzuholen. Kommen wir noch zum Sitz. Dieser ist exakt der gleiche wie in der Economy Class. Besonderheit in Reihe 1 ist es aber, dass sich der Tisch nicht vor einem befindet, sondern in der Armlehne. Der Service an Bord begann und alle Business Class Passagiere bekamen so eine hübsche Tüte. Darin enthalten eine kleine Flasche Wasser, ein Muffin, eine kleine Flasche Orangensaft, ein Pfefferminz und eine Serviette. Ich wurde lediglich gefragt, ob ich Kaffee oder Tee dazu möchte, was ich beides verneinte. Der Muffin hat lecker nach Apfel und Zimt geschmeckt und auch das Wasser war köstlich. Leider wurden aber keine weiteren Getränke auf diesem Flug angeboten. Grundsätzlich finde ich die Idee und vor allem die Aufmachung der Tüte sehr gut, würde mir aber einen ausgeprägteren Getränkeservice in der Business Class wünschen. Nach dem üppigen Mahl habe ich noch etwas den Ausblick auf die Wolken genossen und dann schnell vor der Landung noch die Toilette aufgesucht. Diese befindet sich vorne links und ist wirklich sehr klein. Also so richtig klein. Mit meinen knapp 1,90 Meter war es nur möglich, so schräge zu stehen, aber so fördert man automatisch das Sitzpinkeln bei den männlichen Gästen. Waschbecken, Seife, Tücher, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hier seht ihr übrigens eine neue Kamera, die DJI Action 2, die ich für dieses Video erstmals verwendet habe. Ist euch ein Unterschied aufgefallen? Schreibt gerne mal ein Feedback in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Schnell zurück zum Platz und etwas frisch machen, was mit Hilfe des Pfefferminzbonbons dann auch gelang. Hier noch eine Sache, die mir besonders positiv aufgefallen ist, die Prägung des Pfefferminz. Ich mag solche Details.
645. I will repeat, this is another one which I just pronounced. This is the New York John F. Kennedy KL 645. Your gate number will be D47. Der Flug mit KLM war kurz und angenehm. Die Flugzeugcrew war sehr freundlich und aufmerksam. Bei 45 Minuten Flugzeit gibt es aber natürlich auch keinen großen Spielraum für Extras. Lediglich ein erweiterter Getränkeservice hätte mir besser gefallen. In einer Business Class darf man das durchaus erwarten, finde ich. Oder was meint ihr? Ich musste jetzt sehr schnell mit dem Bus zum Terminal, denn da wartete schon mein Anschlussflug auf mich. Ebenfalls geht es mit KLM weiter und zwar in eine der aufregendsten Städte der Welt, wie ich finde. Habt ihr eine Ahnung, welche das sein könnte? Lasst euch überraschen. Das Video gibt es in Kürze hier auf meinem Kanal. Abonniert diesen gerne, um kein Video mehr zu verpassen und gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Marcel.